Hallo, mein Name ist André Sotov, willkommen bei Sotography und heute werde ich dir zeigen, wie du eine Person auf weißen Hintergrund freistellst und wie du diesen Hintergrund dann mit den Gradationen einfärbst oder mit anderen Farben. Viel Spaß damit und es geht auch schon los. Ich habe hier mein Bild und ich werde es jetzt einfach mit Doppelklick bei Camera Raw öffnen. Was man jetzt machen kann, man kann hier einen Weißabgleich als erstes mal durchführen, indem man hier aufs Grau oder aufs Schwarz klickt. Aber ich denke mal, so ein Weißabgleich sieht eigentlich schon mal ganz cool aus, etwas bläulich. Und ich werde jetzt noch die Tiefen ein bisschen erhöhen und die Lichter ein bisschen abdunkeln. So das Standard. Die Schwarzen können wir noch ein bisschen hochziehen, damit wir hier nicht die Tiefen verlieren. Und das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Jetzt gehe ich einfach auf Bild öffnen. Und jetzt werden wir erstmal unsere Person freistellen. Ich gehe dafür auf mein Freistellerwerkzeug und werde mir jetzt ganz grob, wirklich sehr grob, eine Auswahl hier vornehmen. Die kann jetzt wirklich ein bisschen durcheinander sein, das ist jetzt nicht schlimm. So, gehe hier einfach Kante für Kante ungefähr durch, weil wir werden das gleich mit Auswahl verbessern, nochmal viel besser freistellen. So, bin ich schon fast durch. Man kann natürlich auch nur mit dem Freistellerwerkzeug, also mit dem Pfadwerkzeug auswählen, aber das würde auch sehr lange dauern und wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, die schneller geht, dann ist das ja schon mal ganz cool. Weil mit Freistellerwerkzeug, wie man sieht, wenn man jetzt ganz vorsichtig auswählt, wird man trotzdem nicht so gut freistellen wie mit einem Auswahlverbessern Werkzeug. So, oder eher Filter. Okay. Jetzt drücke ich die rechte Maustaste und wähle Auswahl erstellen. Ungefähr ein Pixel, drücke auf OK. Und diejenigen, die schon Photoshop CC nutzen, die kennen wahrscheinlich hier bei Auswählen und Maskieren diesen neuen Modus. Ich komme mit diesem neuen Auswahl verbessern gar nicht klar. Ich weiß nicht warum. Ich bin schon gewohnt, mit dem Alten zu arbeiten. Und es gibt auch eine Technik oder eine Möglichkeit, in das alte Auswählen und Maskieren zu wechseln. Und zwar muss man hier die Shift-Taste gedrückt halten. Und wenn man die Shift-Taste gedrückt hält, einmal auf das Auswählen und Maskieren drücken. Jetzt öffnet sich dieser alte Kante verbessern Modus. Das fehlt mir jetzt bei dem neuen, aber gut, dass wir das mit Shift-Taste aktivieren können. Und zwar ist das ein bisschen verständlicher meiner Meinung nach als ja das neue System. Hier können wir einfach die Größe des Pinsels einstellen. Ich denke mal so bei 80 Pixel ist das für dieses Bild ganz gut angepasst. Und wir gehen einfach, malen einfach mit dem Pinsel unsere Kanten nach. Und man sieht, das bessert das gleich aus. Und es wurde schon super gut freigestellt. Man kann hier auch Anzeigen mal, jetzt zum Beispiel auf Schwarz umstellen oder über Überlagerung auf Rot oder auch eine andere Farbe einfügen. Aber ich denke mal, auf Weiß sind wir hier eigentlich auf einem guten Weg. So, ich gehe, wie gesagt, einfach mal ich mir an den Kanten entlang. Immer wieder lasse ich los, damit das nicht so lange nachrechnen muss. Und dann male ich die Kanten wieder hier einfach an. Man sieht, das wurde echt, also das Werkzeug funktioniert echt super. Natürlich, manchmal gibt es solche Probleme wie das hier, denn der Kontrast zwischen seiner schwarzen Jacke und dem dunkleren Hintergrund ist nicht so groß, deshalb kann das Photoshop nicht richtig wahrnehmen. Aber das ist überhaupt kein Problem, das können wir gleich mit der Maske noch ein kleines bisschen ausbessern. Okay, sieht schon mal ganz cool aus. Jetzt machen wir noch kurz die andere Seite und dann sind wir schon mal mit der Auswahl durch. Dann fängt natürlich der ganze Spaß an. So. Also, das macht auf jeden Fall sehr guten Job.
wenn der Kontrast auch stark ist. Also zum Beispiel schwarz-weiß, also das ist echt super. Aber schwarz auf grau ist immer ein bisschen problematisch. Aber das ist jetzt kein Problem. So, dann das noch. Und man sieht auch gleich bei dem Bart, das ist echt der Wahnsinn, was uns hier rausgeholt wird. Das könnten wir niemals mit dem Fahrtwerkzeug so freistellen. Jetzt. Ich ziehe das jetzt einfach nur über den Bart und man sieht, boom, der Bart wurde einfach mal perfekt freigestellt. Sieht echt super gut aus. Jetzt können wir das Ganze hier noch, das Ohr freistellen. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Okay, sogar diese kleinen Härchen wurden uns freigestellt. Sieht echt cool aus. Zoome jetzt ein bisschen raus. Man kann hier auch noch weiche Kante einstellen, aber da unsere Auswahl sowieso schon mit einem Pixel weiß gezeichnet wurde, brauchen wir das hier nicht einzustellen. Ich drücke jetzt auf OK. Was wir jetzt machen, wir werden uns erstmal eine Kopie dieser Ebene machen, dieser Hintergrundebene. Dafür ziehe ich die Ebene einfach auf das neue Zeichen, neue Ebenenzeichen. Und jetzt drücke ich auf die Maske und wir sehen, hier wurde uns alles freigestellt. Das, was weiß ist, ist dann sichtbar. Das, was schwarz ist, ist dann nicht sichtbar. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel hier eine Farbe einfügen mit Shift und F5 oder Delete. Können wir hier die Fläche fühlen. Ich nehme jetzt einfach weiß. Und man sieht, wir haben die Person eigentlich ganz gut freigestellt. Klar, es gibt noch Kleinigkeiten wie das hier. Wir können die weiße Ebene einfach mit CDI indentieren in schwarz. Und somit können wir auch besser sehen, wo wir hier Fehler hatten. Ich gehe hier einfach jetzt mit dem Fahrtwerkzeug ein bisschen sauberer rein in diese Kanten und werden wir das einfach ausschneiden. Ich denke, so sieht es schon mal gut aus. So. Jetzt wähle mir das hier so ganz grob aus. Mit rechter Maustaste wähle ich die Auswahl erstellen wieder und ja, ein Pixel weicher Kante. Jetzt kann ich mir hier das Schwarz wieder einblenden. Und wenn wir hier in dieser Auswahl drin jetzt mit weißem Pinsel malen, sehen wir, haben wir das Ganze wieder zurückgeholt. Dasselbe können wir hier zum Beispiel tun. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber können hier die Härte ein bisschen einstellen von dem Pinsel. Und mit weißer Farbe können wir ganz einfach uns diese Sachen zurückholen. Wie gesagt, wenn der Kontrast ein bisschen stärker ist, funktioniert das besser. Aber hier ist das hier eigentlich auch ganz gut. Vor allen Dingen für Haare freistellen ist das echt der Wahnsinn. So, diejenigen, die mit dem neuen System von CC arbeiten können, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was besser ist, altes oder neues System. Also mir gefällt dieses Kantenverbessern auf jeden Fall super gut. Hier können wir das Ganze nochmal freistellen und wir sehen, wir haben noch ein bisschen Weiß hier mitgenommen. Deshalb gehen wir mit der Taste X auf schwarze Farbe und können das Ganze hier ein kleines bisschen wieder korrigieren. So, das noch ein kleines bisschen. Wenn wir jetzt noch direkter arbeiten möchten, dann können wir mit Alt-Taste auf die Maske drücken und dann können wir nochmal sehen, wo uns was nicht freigestellt wurde. Hier sind natürlich auch Haare dabei. Deshalb stelle ich das ganz, ganz, ganz bisschen hier frei. Man würde das auch nicht sehen, da das ja auch nicht komplett transparent ist. Wird man es dann gleich, wenn wir den Hintergrund auswechseln, eigentlich gar nicht mitbekommen. Aber man sieht hier bei dem Bart, das ist echt der Wahnsinn, was uns hier wieder zurückgeholt wurde. So. Hier noch ein kleines bisschen. Hier noch, man kann ja auch wieder mal auf die Maske klicken oder auf alle unsere Bilder und dann können wir auch sehen, hier wurde es nicht ganz freigestellt. Das sieht aber schon mal auf jeden Fall ganz cool aus. Ich überprüfe noch mal kurz die Maske und kann hier noch mit Weiß einzeichnen. Und das werde ich noch mit Weiß einzeichnen. So sieht das eigentlich schon mal gut aus. Okay. Jetzt kann ich die Farben wieder mit CMDI indentieren, also diese schwarze Farbe, damit wir wieder weiß haben.
Und das Coole ist, wenn man etwas freigestellt hat, so, ich merke, hier ist noch nicht ganz gut, werde ich mit schwarzem Pinsel einfach ganz kurz rausnehmen. So. Ja, ich bin da echt pingelig. Dann will ich eigentlich alles sehr schön freistellen, aber ich will auch nicht hier stundenlang freistellen. Ich möchte eigentlich auf das Thema ein bisschen kommen. Noch das kleine hier, bessere ich aus. Mehr mache ich nicht mehr. So reicht das eigentlich raus. Das Gute ist, wenn man das freigestellt hat, man kann hier auf das Freistellungswerkzeug gehen und das Bild croppen. Also zum Beispiel jetzt von Hochformat können wir das Bild ganz einfach in ein Querformat umwandeln und können das jetzt, was mit Weiß hier gemalt ist, ein bisschen erweitern, indem wir Shift und Delete oder Shift F5 drücken und den Inhalt mit Weiß füllen. Sieht doch schon mal auf jeden Fall sehr cool aus. Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, das Bild nochmal aufzupeppen, wenn man das freigestellt hat. Ich zeige zwei Varianten. Und zwar das erste ist, wir gehen hier ganz einfach auf dieses Yin-Yang-Symbol und wählen Farbfläche. Ich werde mir jetzt eine Farbe rauspicken, die schon im Bild hier vorhanden ist. Ich denke mal so in Gelb zum Beispiel und werde es noch etwas so in diese Pastellfarben umwandeln. Jetzt haben wir das Bild oder den Hintergrund mit Gelb angefärbt. Wenn uns das nicht gefällt, können wir wieder auf die Ebene zweimal klicken und wir können die Farbe trotzdem noch verändern zum Beispiel. Also Pink passt hier nicht ganz gut dazu. Ich glaube, ich wähle nochmal dieses Gelb aus. Ich glaube, so Pastellfarben sieht auf jeden Fall immer ganz cool aus. Und jetzt gehen wir in unser Verlaufswerkzeug, drücken aber davor kurz auf die Maske und können jetzt hier mit dem schwarz-weißen Verlauf ganz einfach so mit normalem Verlauf können wir das Ganze noch so ein bisschen aufpeppen. Also zum Beispiel machen wir mal so, Gelb ist dann unten. Wenn man mit gedrückter Shift-Taste das Ganze zieht, hat man auch einen geraden Verlauf. Ansonsten verrutscht man vielleicht ein kleines bisschen, dann ist es nicht so gerade. So sieht das ganz cool aus. Jetzt wähle ich mir noch eine andere Farbfläche und sage jetzt, ich möchte gerne mal dieses Rot haben. Und ich sehe das wieder ein bisschen nach links für eine Pastellfarbe, sage ich mal so. Ich denke mal, so sieht das auch schon cool aus. Und ich werde mir jetzt wieder mit unserem Verlaufswerkzeug auf unserer Maske noch einfacher Verlauf einzeichnen. Und man sieht, jetzt haben wir auch unseren gelben Verlauf hier unten und einmal unseren roten Verlauf. Cool. Und kann man zum Beispiel sagen, komm, ich will noch eine Farbe. Man kann hier ganz, ganz viele Farben einfügen, so viel man möchte. Aber ich denke mal, so ein Orange nehme ich noch. Und werde wieder von oben noch einen Verlauf einzeichnen. Ich denke mal so. Oder eher so, damit wir das Gelb noch aufnehmen. Hier können wir das Ganze noch ein bisschen verbessern. Ich fasse das ganz kurz mit CMDG in eine Gruppe, damit wir das nochmal anschauen können. Sieht doch schon mal auf jeden Fall cool aus. Ist etwas ein bisschen Besonderes. Man kann das auf diese eine Weise erstellen oder auf eine andere Weise. Die finde ich sogar ein bisschen cooler. Und zwar gehe ich hier wieder auf unser Verlaufswerkzeug und drücke hier erstmal auf die linke Farbe. Und werde mir wieder so ein Gelb mal rausnehmen, so ein Pastellgelb. Und hier rechts werde ich mir ja so ein Rot auswählen. Ich drücke auf OK. Und jetzt kann man mit dem Verlaufswerkzeug auf dieser neuen Ebene einen Verlauf reinzeichnen. Oder man geht hier auf den radialen Verlauf und zieht sich hier von dem Model einmal nach links oder nach rechts. Und dann haben wir so einen Spot. Das sieht auch sehr cool aus. Man kann den auch gerne hierhin versetzen. Sieht auch cool aus, finde ich mal. Und jetzt haben wir dem Bild so einen kleinen Spot vergeben. Im Endergebnis kann man jetzt ganz einfach noch falls man möchte, die Maske noch ein bisschen verbessern. Da wir hier oben die Maske haben, können wir das Ganze noch verbessern. Und wir können auch noch einen Tonwertkorrektor drüber legen. Aber man sieht, wenn wir die Tonwertkorrektor hier verändern, dann wendet es sich auch auf den Hintergrund aus. Sieht natürlich blöd aus, wenn wir unsere Farben schon gewählt haben. Deshalb können wir ganz einfach mit der Alt-gedrückten Alt-Taste hier zwischen die Ebenen klicken. Und man sieht, wir bekommen so ein Clipping-Mat-Symbol.
Oder wir gehen hier auch auf dieses Symbol, das ist das gleiche, und wenden unsere Tonwertkorrektur nur auf unsere Ebene drunter an, und zwar auf das freigestellte Modell. Und jetzt können wir hier ganz einfach ein bisschen Kontrast dazugeben oder das ganze Bild noch ein bisschen aufhellen. Wir können auch einen deutschen Burn zum Beispiel vorführen. Über deutschen Burn habe ich ein Tutorial auch schon mal gemacht, wo ich das detailreich erklärt habe. Das Tutorial findet man hier oben irgendwo. Und wir können das auch nur auf die Ebene mit dem Model anwenden und können jetzt zum Beispiel ein bisschen das Bild noch dynamischer machen. Ich denke mal, so sieht es auch schon mal cool aus. Erstmal nur ganz grob. Ja, und können dem ganzen Bild noch vielleicht einen Farbbalance einfügen. Ich habe das Bild auch noch nicht retuschiert, aber trotzdem sieht das schon mal ganz cool aus. Ich denke mal, so sieht das Ganze schon mal sehr interessant aus. Und jetzt haben wir von so einem Bild, von so einem einfachen Bild im Studio, sowas Cooles erschaffen. Dieses Bild kannst du dir unten in der Beschreibung runterladen und selbst mal experimentieren, wie du das hinbekommst. Und vielleicht hast du auch andere Möglichkeiten oder andere Farben, die du in den Hintergrund einfügst. Deine Ergebnisse kannst du in den Kommentaren unten posten. Ich bin auch schon sehr gespannt, was du daraus machst. Und ja, denk mal, bis zum nächsten Mal.